Baustellen sind eine nervige Angelegenheit, aber leider nicht zu verhindern. Hier in der City an der Kammstraße versucht die Stadt, die Baustelle zumindest etwas erträglicher zu machen. Wie geht das denn? Na, das ist ein Pilotprojekt. Und wenn eine Baustelle schon unvermeidlich ist, dann soll sie wenigstens so wenig stören wie möglich. Und das wollen wir hier ausprobieren. Jetzt sagen Kritiker bestimmt, mein Gott, diese ganze Arbeit hätten Sie mal in die Baustelle stecken können, dann wäre die schneller fertig. Was sagen Sie denen? Das, was wir hier mit der Baustellenabtrennung machen, das passiert ja zusätzlich. Das sind auch andere Menschen, die das machen. Das sind nicht die Bauarbeiter, die am Projekt arbeiten. Und wenn so eine Baustelle schöner gemacht wird, denken vielleicht ja die ein oder anderen, jetzt dauert sie noch länger, als sie eigentlich müsste. Also ist auf lange Frist geplant. Ist das so? Ja, die Baustelle wird ja vom Bauablauf geprägt und auch die Bauzeit wird vom Bauablauf geprägt. Und das machen wir hier oder es ist geplant nur bei länger laufenden Baustellen, bei denen es sich auch lohnt. Und natürlich passiert es zusätzlich und die Baustelle ist völlig unabhängig davon, wie wir die Abtrennung machen. Das Ganze ist super nachhaltig. Wie haben wir das zu verstehen? Unbehandeltes Holz, natürliches Grün. Das Einzige, was nicht Holz oder Grün ist, das sind die wasserdichten Teile. Also in diesem Fall sind das noch Kunststoffwannen. Später werden es wahrscheinlich Blechwannen sein, die aus Metall bestehen. Das Ganze ist ein Pilotprojekt. Was heißt das auf lange Frist? Wenn das gut ausgewertet wird, werden dann andere Baustellen auch hübscher? Wir werden daran lernen, auch nicht nur was den Aufbau angeht, sondern auch was die Unterhaltung angeht. Also wie wird es denn im Sommer bewässert, wie wird es im Winter aussehen? Und wir werden daran lernen. Und natürlich kann so ein Pilotprojekt auch mal nicht gut ausgehen. Wenn es gut ausgeht, werden wir es übertragen auf viele andere Baustellen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank von meiner Seite.